Hi Leute, und wieder mal gibt's einen neuen Part von The Legend of Zelda. Und ich habe mich noch mal ein bisschen informiert, weil ich will das Game auch nicht ganz so richtig ultra blind spielen. Also ich zock's zwar vielleicht, ich habe noch nie ein Zelda gespielt, aber ich will es auch nicht so komplett blind spielen. Also ich informiere schon ein bisschen. Auf jeden Fall, hier ist ein Friedhof, da lernen wir ein neues Lied, können zwei Herzteile bekommen. Und ja, ein neues Lied, zwei Herzteile und wir bekommen noch irgendetwas. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das war das Problem jetzt, weil. So. Ja, ich weiß, 18 Uhr, bla bla bla. Oder? Was ist die 18 Uhr? Okay, ist das das Schild? Warte, ich habe noch was herausgefunden. Der bückt sich. Bei diesem Schild bückt er sich. Das ist die größte Scheiße. Und noch etwas. Ich kann mich da jetzt so tierisch über aufregen. Erstens, der bückt sich. Und zweitens, das Schild bekomme ich gleich nochmal im Arsch geschoben. Ruhe, bla bla, gespielt haben wir in 15 und 14. Ja, okay. Weil der Totengräber wird mir gleich ein Herzteil ausgraben. Aber das ist doch ein Scheiß, oder? Ich bekomme. Ah, nee, stimmt, das war ja das Schild, das ich noch bekommen werde, weil. Erstmal, dieses Lebensteil, da sind immer Sachen versteckt, ne? Und bei diesen hier ist ein Herzteil. Und bei irgendeinem Grab, das weiß ich aber nicht. Ich wollte. Hey, ich singe ein Lied, das jeder kennt. Ging jetzt nochmal. So, oder? Ja. Ich kann mich jetzt so tierisch aufregen. Auch diese kranken Verstecke, die es auch gibt, ne? Das ist einfach nur Kotze. Ganz ehrlich, das ist Kotze. Und ich finde es einfach nur affig. Ich habe jetzt so viel vor, was ich in diesem Part schaffen will. Deswegen beeile ich mich jetzt auch schnell, weil ich das einfach schon die Mühe kriege. Weil mein Desktop, der ist jetzt so krank zugemüllt. Ich komme mit Rendern nicht hinterher. Ich bin gerade am Rendern und ich kann so schnell nicht rendern, wie ich aufnehme. Das ist krank. Ich mach's alles kaputt, ihr. Na, na, na. Magic, Alter. Yeah! Ich fall. Und gleich kommt neue Gegner. Fledermäuse kommen jetzt gleich hier. Erster. Weiter, da ist noch einer. Leck mich. Und da oben war noch immer einer. Ja, da war noch einer. Boah. Geht doch. Magic. Ist er nochmal gedroppt? Nix. Jetzt. Ja. Magic Weiß kann man jetzt hier plötzlich hier hochjumpen. Und öffnen. Jetzt muss ich aufpassen. Nicht angucken, nicht angucken, nicht angucken. Das sind Mumien. Wenn man die anguckt, dann. Ey, komm, der hat mich doch. Mann. Ah. Ich hasse diese Mumien. Die krallen sich einfach einmal um dich herum und dann hast du die Arschkarte. Lesen. Oh fuck. Die Gedichte wurden in Gedanken an die treuen Verstorbenen der Königsfamilie verfasst. Das Sonnenlicht erschwindet bei Nacht. Erst am Tag ist es wieder seine Feuer entfachen. Von Sonne zu Mond zu Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreuen. Ziemlich schöne Liki, nicht wahr? Das ist eine Innenschrift, die auf diesen Grabstein. Eine geheime Weise der gebundenen Grabes. Ein neues Lied, Hymne der Sonne. Ich kann's. Magic.
Hymne der Sonne. Es muss schnell Nacht werden. Damit ich das kleine Kind da abhauen kann, dann ich die Grabsteine verschieben kann und ich dieses eine Herz holen kann. Jetzt kann ich hier auch wieder schon gehen. Ich muss mich beeilen. Ich glaube, der Part ist gleich schon wieder vorbei. Ich muss mich beeilen. Der Part ist gleich wieder vorbei. Magic! Ah! Ich wusste es! Ach, ich bin voll Idiot. Alter! Nein! Lass mich durch. Ach ja, stimmt, der Schlag war das. Den. Ich habe auch schon mal einen Schlag kennengelernt. Und den kannte ich vorher so gar nicht. Und ich sage euch noch eins. Zelda ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Holt euch es. Es ist geil. Da unten ist der Typ erst okay. Hier war doch irgendwo mal was versteckt. Wo ist es denn jetzt? Kennt sein. Hier ist irgendwo ein Kennzeichen mit Blumen und einmal ein Kennzeichen und einmal und das komplett ungekennzeichnet ist. Das erste mit Kennzeichen ist das Schild versteckt. Da. Magic. Das war's gekennzeichnet. Ja, der Pisser muss sich immer beeilen. Das ist so ein. Hey, guck mich an. Krüppel. Hey, Kleiner, was machst du denn hier? Was hast du denn hier zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zu Früchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade dich zum gruseligen Grabsuchen-Tour. Was kannst du dabei? Was kommt dabei raus? Lässt uns graben und wir finden es heraus. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für ein Loch. Lass mal stecken, Bruder. Vielen Dank. Du musst vorher erst nach da vorne kommen, damit ich dir Geld geben kann. Der Boris, dieser Totengräber, der muss perfekt, muss da draufstehen. Ist doch vorher nicht wie der Tag, wenn du voller. Ich will ja nichts sagen, aber der Schlappschwanz jetzt mal hier ist. Junge, beweg den Arsch nach hier vorne. Hey, Leute, hört sich auf mich. Ich spiele so ein Lied. Kann ich geil spielen, Bruder. Sei das wie ein Lied. Oh, der Arsch bewegt sich auch kein Zentimeter. Ich muss das hier mal die beiden Schilder verkaufen, wenn ich dich finde. Hey! Navi will etwas. Mein Navi. Navi von was denn? Von Samsung. Navi. Du musst dich beeilen, wir brauchen die Teile, bevor der Bödemann alle umbringen wird. Boah, komm du Krüppel! 1 Zentimeter schneller! Los! Renn!
Renn du Krüpp. Ich will das LP ja nicht in die Länge ziehen, aber sag's den Typen. Da muss genau mit dem Junge ein bisschen weiter. Komm! Jalla Heide! Jalla Heide! Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für ein Loch. Ja, grab mal ein bisschen. Da muss doch eigentlich so ein Sternteil sein. Du willst, dass ich hier grabe 10 Rubine für ein Loch. Okay. Nein, hier ist nichts. Was soll ich sagen würde, wenn man das so. Willst du, dass ich hier grabe 10 Rubine für einen Lauch? Ja, grab meine Hunde. Ich will das Sternteil haben. Boah, Junge! Junge, Alter, egal, ich geh jetzt mal mein Loch weg. Später mach ich's dann gleich nochmal. Hier war ja die Truhe. Und das Schild kommt raus. Hä? Dann gibt es noch etwas, weil man da hinten auch springen kann. Nur mal, weil es ist eigentlich eine große Truhe. Und da kann man hin. Und da ist eigentlich ein Schild drin. Gibt es sogar noch etwas, was ich nicht weiß. Boah, ich weiß auch nicht mehr, wo das kack. Da. Boah. Da waren Geister. Guck mal, was ich gefunden habe. Eine Schatulle. Aber ich kann da nicht dran. Deswegen muss ich noch warten. Nein! Nein, ist noch so einer. Na egal, wenn es bekommt dafür ein paar Punkte. Ja, Junge. Boah. Und der Part ist auch schon vorbei, wie ich sehe. Und das ist jetzt leider das Schlusswort. Man sieht sich im nächsten Park. Und oh, ich würde es eigentlich gar nicht beenden. Auf jeden Fall, wir sind bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.